Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag. Meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet wundervolle Weihnachtsfeiertage und kugelt euch jetzt ins nächste Jahr. Ich habe, wie versprochen, wie ich es letzte Woche schon angekündigt habe, noch ein Silvesterprojekt für euch. Wir haben zu Silvester ein paar Leutchen am Tisch, werden uns einen schönen Abend machen und ich wollte ganz gerne ein kleines Tischgoodie haben. Mir war von Anfang an klar, ich möchte einen Zylinder machen, weil ich das einfach sehr, sehr schön finde. Hab ein bisschen rumprobiert und das gefiel mir alles nicht so richtig. Dann habe ich gedacht, okay, haben mit Sicherheit schon Leute gemacht. Guck doch einfach mal, wie andere Demonstratoren das gemacht haben und vielleicht findest du ja eine Idee. Die Deko wusste ich schon, aber so das Zusammenbauen des Hutes, das hat mir nicht so richtig gefallen. Ich bin auf ein Video von Tim Lauer aufmerksam geworden und da habe ich mir quasi die Technik abgeguckt, weil das ist genial, kann ich euch sagen. Geht sehr einfach, sehr schnell und das Schöne ist, das gibt ganz tolle Abschlüsse. Das ist, ich habe den jetzt nicht so richtig schön rund gedreht, muss ich gestehen. Hier kann man jetzt halt eine Kleinigkeit reinfüllen. Bei mir kommt da ein kleines Marzipanschweinchen rein und dann kommt der Deckel da drauf. Und ich habe hier noch als Deko ein kleines Kleeblatt, Silvesterparty, weil wir machen eine kleine Silvesterparty und neues Jahr habe ich auch mit drauf. Dieses Projekt ist schnell gemacht, ihr braucht nicht viel und wie das funktioniert, zeige ich euch gleich nach dem Intro. Als Grundlage habe ich gearbeitet mit dem Set aus dem Herbst-Winter-Katalog Leuchtender Himmel. Da habe ich, das sieht man hier ganz gut, den Spruch mit dem Wir wünschen ein frohes neues Jahr. Ich habe hier in Currygelb noch, das ist der hier, so ein Silvesterknaller, eine Rakete mit drauf gemacht. Und Silvesterparty ist hier auch mit drin. Das habe ich dann hier drauf gestempelt. Und für den Hut und auch für die Deko habe ich die Basic mit Pep genommen. Und zwar einmal den größten Kreis und den drittgrößten Kreis. Und hierfür habe ich das Fähnchen genommen. Das hier lege ich jetzt mal eben kurz beiseite. Folgendes braucht ihr. Und zwar, ihr braucht zwei große Kreise und ich habe das so gemacht, dass ich einmal einen großen Kreis ausgestanzt habe und dann habe ich mir nochmal den großen Kreis genommen und habe das gleich ineinander gelegt und habe das dann so ausgestanzt, sodass ich nachher einen der kleineren Kreise bekomme und diesen Kreisring. Das braucht ihr. Dann braucht ihr, wenn ihr das Basic mit Pep nehmt, zwei Streifen. Die Höhe müsst ihr entscheiden. Ich habe 7 cm genommen und 1 cm als Klebelasche. Dann ist der halt so hoch. Das könnt ihr aber natürlich variieren. Ihr könnt den noch höher machen, ihr könnt den niedriger machen, je nachdem, was für eine Breite ihr hier nehmt. Und der Umfang hier immer ausgelegt auf Basic mit Pep. Da braucht ihr zwei Streifen, die 18 cm lang sind. Also 18 cm mal 7 cm. Übrigens, alle Maße findet ihr auch hier oben in der Infokarte beziehungsweise auf meiner Homepage. Da werde ich euch das nochmal alles zur Verfügung stellen. So, dann habe ich die Kreise. Ich habe das hier. Ich habe mir den gleichen Kreis noch einmal genommen, habe mir den Stempelspruch abgestempelt, den Knaller, wollte ich gerade sagen, die Rakete. Und das mit dem gleichen Kreis nochmal ausgestanzt. Das kommt oben drauf zum Abschluss. Hier ist mein Fähnchen. Und was ich noch gemacht habe, diese Banderole hier unten, das ist ein Stückchen, das ist ungefähr 18,5 cm lang.
Und das ist das selbstklebende, wie nennt sich das? Ein Moment. Selbstklebendes Glitzerpapier in Silber und Gold aus dem Exklusiv-Online-Angebot. Das zeige ich euch gleich, das ist genial. Ich habe einen langen Streifen, der ist 1,5 cm breit, abgeschnitten. Nee, der ist, glaube ich, ja genau, hier bei dem Projekt habe ich 1,5 cm. Und ich habe gedacht, ich mache den etwas breiter und habe dann 2 cm genommen. Mal gucken, ob mir das besser gefällt. Das ist das Stückchen, was 18,5 cm lang ist. Ja, 18,5. Ich habe das nicht aufgeschrieben. Wollte ich 18,5? Nein, ist gar nicht wahr. Das ist 18 cm lang. Aber wie gesagt, habt ihr in den Infos auch mit drin. Und dann bleibt so ein kleines Reststück, wenn ich von den 12 Inch das einmal komplett runterschneide. Und da mache ich dieses Stückchen hinterlegt hinter dem Stempelspruch draus. Dann habe ich noch einen kleinen Streifen Farbkarton in grüner Apfel genommen und da mache ich das Kleeblatt draus. So, dann legen wir mal eben los. Das geht wirklich ratzifatz. Deko mal kurz beiseite. Und zwar, als erstes brauche ich mein Klebeband. Hier habe ich eine Falz gezogen. Von 1 cm und zwar beide Stücke gleich. Und ich habe mal irgendwann eine Torte gemacht. Und wenn man Kreise machen möchte, dann wisst ihr das vielleicht, dass man den Klebestreifen so in Dreiecken einschneidet. Das könnt ihr hier deutlich einfacher machen. Und zwar schneidet ihr jetzt hier einfach kleine Stückchen ein. Ich würde mal sagen, alle 3 bis 5 mm. Je mehr, desto besser. Denn je mehr Einschnitte hier sind, desto besser fügt sich das in den Kreis ein und es wird runder. Also ruhig einen Schnitt mehr machen. Das stört überhaupt nicht. Ups, da war ich nicht ganz hoch. Immer bis zur Falz hochschneiden und am Ende von diesem Stückchen. Da schneidet ihr na so 1 cm ungefähr ab. Weil das ist das, was nachher überlappt. Das könnt ihr auch dran lassen, ist nicht schlimm. Aber hier so das letzte Stückchen, da schneidet ihr einfach ab. So. Das wird nämlich nachher zusammengeschoben und geklebt. Und wenn ich das jetzt hier nämlich übereinander lege, dann überlappt hier nichts. Wenn ich das dran lasse, würde das überlappen. Das geht auch, ist nicht schlimm. Hier an die abgeschnittene Seite bringe ich jetzt mein Klebeband auf, mein doppelseitiges Klebeband. Na, komm her. So. Schön dicht an Rand. So dicht, wie es geht. Damit da nichts absteht. So. Und das Gleiche mache ich hier auch nochmal. Allerdings schneide ich hier am Ende nicht dieses Zentimeterchen ab. Das ist für den Deckel, das ist für den Boden. Also da, wo ich was abschneide, das ist der Boden. Ansonsten wird das gleich behandelt. Auch hier schön eng einschneiden. Wie gesagt, lieber ein mehr als ein zu wenig, weil dann wird das Ganze so richtig schön rund, wenn das gut eingeschnitten ist. Wenn da mal ein breiterer zwischen ist, da geht die Welt nicht von unter. So, und hier schneide ich tatsächlich bis ans Ende durch, also beim zweiten Stück. Nichts abschneiden, bitte. Sonst gibt das eine fiese Lücke, das wollen wir nicht. Und auch hier wird an eine Seite doppelseitiges Klebeband schön dicht an den Rand aufgebracht. So, das war's schon. Und damit wir eine schöne Rundung hinkriegen, ziehe ich das jetzt nochmal ordentlich übers Falzbein. Einmal von der Seite, ups, und einmal von der Seite. Und beim anderen Stück genauso.
So. Und einmal hier. So. Das hier, wo ich das Stückchen rausgeschnitten habe, ist mein Boden. Für den Boden brauche ich den Ring und die große Ausstanzung. Ich ziehe hier das doppelseitige Klebeband ab. Doch, da ist er. Na, komm her. Der will nicht. Okay, wo ist mein Aufhebhelfer? Mit Aufhebhelfer geht das. So, viel einfacher. Jetzt drehe ich das zusammen und lasse hier aber noch meinen Finger zwischen. Drehe das schön eng zusammen und schiebe den hier rüber. So, und jetzt lasse ich den, ich schiebe den mal, einen Moment, hier den Finger zwischen. Ich schiebe den mal nach unten. So. Und jetzt lasse ich das hier aufgehen, damit das schön hier in die Rundung reingeht. Und wenn das schön auseinander ist, dann erst klebe ich das auf. So. Mal einmal gucken, dass es schön rund ist. So. Jetzt drehe ich mir das um. Den Ring ziehe ich jetzt etwas höher. So, und da kommt jetzt Tombow drauf. Nicht zu wenig, nicht zu viel, wie immer. Wenn da was rauskommt. Ah, der ist zu. Ah, mal eben vorne die Kappe abmachen. Ich lasse den immer zu lange liegen, das ist immer das Problem dabei. Der will nicht. Der hat sich zu stark verklebt, da muss ich erst mit der Nadel rein. Aber ich habe ja immer einen zweiten hier. Mal gucken, ob der besser aussieht. Ja, der sieht besser aus. So, hier kommt jetzt Tombow auf den gesamten Ring. Schön aufgetragen. So, sieht gut aus. Jetzt klappe ich diese kleinen eingeschnittenen Schnipsel nach außen, schieb den Ring hoch. So, muss jetzt nicht hundertprozentig sein, aber das muss so ein bisschen umgeklappt sein. Das macht es euch einfacher. Und jetzt kommt hier noch mal ordentlich Tombow drauf. Das muss jetzt auch nicht hübsch sein. Da muss nur ordentlich was drauf, überall. Und jetzt kommt das hier oben drauf. Und den Ring kann ich jetzt hochschieben. Denn der Ring ist ja genauso groß wie der Kreis, den ich jetzt hier oben drauf setze. Und das Schöne daran ist, zwischen diesen beiden Kreisen verschwinden jetzt die Klebelaschen komplett. Und damit ist das komplett verschwunden und wirklich ganz glatt. Und das fand ich genial. Und es ist halt sehr einfach. So, jetzt gucke ich nochmal, dass das hier schön rund ist. Das ist schon mal das Unterteil. Jetzt kommt das Oberteil. Auch hier, das klebe ich wieder zusammen. Dieses Mal nehme ich aber gleich den Aufhebhelfer. So. Und auch den Trick habe ich mir von Tim abgeguckt. Ich wickel das hier jetzt rum, um mein schon bestehendes. Und das darf nicht zu stramm sein, aber auch nicht zu locker. Ich muss das mal eben kurz an mich ranholen. So. Und das klebe ich jetzt schön übereinander. Einmal wieder runter damit. Oh, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu eng. Ja, ist es. Okay, ein kleines bisschen aufmachen. So.
Okay. Jetzt stülpe ich das da wieder rüber. Ein bisschen höher. Und hier bringe ich die Klebelaschen oder diese kleinen eingeschnittenen Laschen nach innen. Drücke die so ein kleines bisschen runter. Da kommt jetzt Tombow drauf. Auch wieder ordentlich. So, dass überall was ist. Und jetzt habe ich noch den kleinen Kreis übrig und den brauche ich hier jetzt nur rauflegen. Kleines bisschen zusammenschieben, in Form drücken. Einen Moment festhalten, dass das so ein kleines bisschen anziehen kann. Und ich drehe mir das jetzt um. So, nochmal. Kleines bisschen andrücken. Und ich drehe mir das jetzt um. So. Und drücke das von innen nochmal an. Dann nehme ich einfach mein Falzbein und drücke das ein bisschen an, weil man kann natürlich, wenn da unter ein Hohlraum ist, nicht so richtig gut drücken. So rum funktioniert das aber super. Das sieht sehr gut aus. Hier drauf kommt jetzt als Abdeckelung einfach das. Ich klebe das glatt. Man könnte das rein theoretisch auch mit Dimensionals aufkleben. Dann hat man da noch eine kleine Erhebung drin. Wie ihr möchtet, wie es euch gefällt. Und jetzt gucke ich, hier ist meine Klebelasche. Die bringe ich nach hinten und klebe meinen Spruch hier auf. So, auch da nochmal eben kurz von innen ein bisschen gegendrücken. Und dann haben wir das auch fertig. Jetzt kommt das hier. Und das Schöne ist, das ist ja selbstklebendes Band. Und einen Moment, da gehe ich auch noch mal eben kurz mit dem Falzbein drüber. So, das lege ich hier an die Kante. Wickel das einmal rum und gucke, ob das passt. Das ist ein kleines bisschen zu lang. Da schneide ich ein kleines bisschen weg. Nochmal drum gelegt. Das muss man jetzt anpassen, je nachdem, wie sich das zusammengerollt hat. Ne? Und da haben wir es. So, einmal die Folie hinten abknibbeln. Da ist sie schon. So. Ups. Und jetzt, das ist der Boden, das ist das untere Stück. Und jetzt bringe ich das hier einfach an die Kante und kann das einmal rumkleben. Und das ist halt auch dadurch, dass es selbstklebend ist, jetzt keine großartige Sauerei mit Tombow oder sonst irgendwas. Da bin ich ein ganz kleines bisschen zu hoch gekommen. So. So, einmal komplett nachdrücken und fertig. Den, komm her, du. Oben drüber. Ich habe einen Fehler gemacht. ja, jetzt habe ich einen höheren Zylinder. Das ist natürlich totaler Quatsch. Kriege ich das nochmal ab? Ja, das kriege ich noch ab. Ich habe einen Fehler gemacht. Entschuldigung. Ist natürlich totaler Quatsch. Das kommt nicht hier unten ran, sondern das kommt hier ran. Wie komme ich da drauf? Ist ja viel zu dick. Also, ich muss von denen noch... Einen Moment, wir sind zu siebt. Also 5 Stück muss ich noch machen. So, Entschuldigung, da habe ich eben Denkfehler gehabt. Ich weiß auch nicht. An was anderes gedacht. So, und deswegen, jetzt macht das auch Sinn. Jetzt ist natürlich das Stückchen, was ich gerade abgeschnitten habe, hier zu wenig. Weil das hier natürlich etwas größer ist als der. Ah, alles klar. Da haben wir den Fehler gefunden. So, aber trotzdem drücke ich das einmal an. So. Und jetzt... Oh,
bisschen schief. Ah, der ist recht stramm geworden. So, aber geht noch. So, wunderbar. So, ich nehme jetzt meinen Spruch. Den lege ich hier direkt drauf. So, na, komm her. So, ein bisschen gerade. Hier hinten schneide ich das bündig ab. Und den habe ich jetzt natürlich auch ein bisschen breiter. Das klebe ich gleich so versetzt auf. So klebe ich das da drauf. Und zwar mache ich das mit Dimensionals. So. 1, 2, 3. Und das kommt hier so ganz leicht versetzt drauf. Und das ist ja auch wieder selbstklebend. Das heißt, hier gehe ich noch mal eben einmal ganz kurz ein kleines bisschen mit dem Falzband rüber. Und das bringe ich dann hier an. Das Kleber machen wir auch gleich. Das machen wir gleich. Wir haben eine neue Stanze, die gehört zu der Honigbiene. Und da sind zwei Herzen drin, die eigentlich für die Flügel und für die Fühler sind. Aber die Herzen haben für mich hier genau die richtige Größe, dass ich da ein Kleeblatt draus machen kann. Vierblättrig natürlich, also vier Kleeblätter. Nicht vier Kleeblätter, vier Herzen. 1, 2, 3, 4. So, und ich habe noch eine mini kleine Stanze, eine mini kleine Kreisstanze. Einen kleinen Kreisausschnitt braucht ihr. Und was ich jetzt noch mache, ist, einen Moment, ich brauche mal kurz ein Schneidebrett. Und da schneide ich mir jetzt so einen ganz schmalen Streifen von dem Farbkarton ab. Und da wird der Stiel des Kleeblatts raus. So. Auch da gehe ich noch mal eben ein bisschen rüber. So. Ich brauche mal meine Klebematte, meine Silikonmatte zum Drunterlegen, meinen Aufhebhelfer, den Kreis, meine Glue Dots, meine Mini-Klebepunkte, da nehme ich mir einen von auf, klebe den hier möglichst in die Mitte und jetzt bringe ich hier die Spitzen der Herzen rauf und damit habe ich ein vierblättriges Kleeblatt aus meinen vier kleinen Herzen und die der Winkel unten der Herzen passt genau. So, einmal ordentlich. Hinten kommt noch einer. Wo sind sie? Da. Hinten kommt noch einer. Und da kommt dann der Stängel dran. Und da muss ich jetzt gleich mal gucken, ob das eventuell ein bisschen zu lang ist, aber das passe ich mir gleich an. Und den will ich da nicht haben, sondern den möchte ich dazwischen haben. Einen Moment. So. So. Besser. Gut, also kommen wir zur Deko. Deko ist vorbereitet und fertig. Einmal die Folie hinten ab. Jetzt muss ich gucken, das soll hier drunter. Das klebt ja von alleine. Jetzt kommt das Kleeblatt hier zwischengesteckt, zwischen die Dimensionals. Na, will nicht.
Hier ist es vielleicht ein bisschen zu stramm. Ich gehe mal auf die andere Seite. Da kommt's. So. Das lasse ich hier so ein kleines bisschen rüberlappen. So. Und schneide das hier nur noch ab. Und fertig ist mein zweites Silvesterhütchen-Goodie. Ich muss gestehen, wenn ich mir das jetzt so angucke, mit der schmaleren Krempe gefällt mir das besser. Wie sieht es bei euch aus? Breite Silberkrempe oder schmale Silberkrempe? Ihr könnt die natürlich auch in Gold machen, wenn ihr das selbstklebende Papier habt. Wäre also kein Problem. Ich finde, zu Silvester passt Silber besser. Ich hoffe, ihr habt da ganz, ganz viel Spaß mit. Ich finde die total klasse. Ich werde mich jetzt hinsetzen und noch, was habe ich gesagt, 5 Stück brauche ich noch machen. Und dann ist meine Tischdeko für Silvester auch fertig. Ganz viel Spaß damit und habt einen guten Rutsch und einen tollen Start ins neue Jahr 2024. Bis dahin. Ciao, ciao.